Zur Förderung der Herz-Lungen-Wiederbelebung sollen regionale Reanimationsbeauftragte eingeführt werden. So lautet einer von mehreren Vorschlägen, die bei den Bad Boller Reanimationsgesprächen 2018 erarbeitet wurden. Weitere neue Ansätze aus Bad Boll zur Verbesserung der Reanimation sind, bei einem Notruf per Handy-App den genauen Standort des Anrufers zu übermitteln und möglicherweise Kurse zu Basismaßnahmen als Prävention von den Krankenkassen finanzieren zu lassen. Rund 70 Experten aus den Bereichen Notfallmedizin und Reanimation hatten sich diesmal an den Bad Boller Reanimationsgesprächen beteiligt. Die Bilanz der Veranstaltung kann sich 5 Jahre nach dem Start und der Formulierung von 10 Thesen zur Rettung von zusätzlich 10.000 Menschenleben sehen lassen. Wir haben in 5 Jahren eine Menge erreicht durch die Kooperation und das Miteinander der hier Anwesenden, von der Politik über Ausbildungsbetriebe, über Krankenhäuser, Rettungsdienste. Deutschland steht heute besser da als vor 10 Jahren oder auch vor 5 Jahren. Durch die Bemühungen der Fachgesellschaften, speziell auch der Deutschen Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin, ist es gelungen, die Laienreanimationsquote, die sehr schlecht war, in Deutschland von 20 auf über 30% anzuheben in wenigen Jahren. Und unser Ziel ist, 2020 50% Laienreanimationsquote in Deutschland zu haben. Wenn wir das extrapolieren, was wir in Dänemark gesehen haben bei einer ähnlichen Entwicklung, dann bedeutet das, wir würden in 2020 jedes Jahr 10.000 Menschenleben zusätzlich retten. Ich denke, wir sollten irgendwie wirklich die Ergebnisse, die in einzelnen Hotspots, wo sich Leute darum bemühen, irgendwie schon sehr, sehr erfolgreich und sehr, sehr gut sind, die müssen wir wirklich in die Fläche bewegen. Und das bedeutet sowohl professionelles Team, das bedeutet auch Krankenhaus, das bedeutet Laienreanimation. Und ich glaube, die Idee, 10.000 Leben mehr pro Jahr retten zu können, ist nicht nur eine Vision, sondern tatsächlich ein Ziel, was wir erreichen. Errungenschaften für die Reanimation, die in den vergangenen Jahren von Bad Boll aus angestoßen wurden, sind unter anderem die Definition von Cardiac Arrest Centern, die weitere Verbreitung der Schüler retten Leben Kampagnen und das Wachstum des deutschen Reanimationsregisters. Aber damit wird die Liste der Fortschritte längst noch nicht beendet sein.